Willkommen zusammen zum LS17 Südhämmern Projekt zusammen mit Randy und Werner. Hallo. Hallo. Nein. Nächstes Mal? Nein. Es ist Obst im Haus. Wir haben 23.022 Pflaumen schon. Das ist gut. Ich weiß nicht, Liter oder was, in was das angegeben wird. Aber Pflaumen sind da. Wunderbar. Hat sich sogar gereimt. Siehste? Cool. Ich werde trotzdem jetzt mal erstmal ein paar Bretterpaletten abholen, weil da stehen, glaube ich, 3 oder 4 Stück sind fertig produziert. Ja, dann mach das doch mal. Keine schlechte Idee. Haben wir wieder ein paar Zigarren fertig? Das ist richtig. Wochenende war zwar erst, aber das nächste kommt bestimmt. Ich habe heute gehört, es soll irgendwie eine neue Werbung oder so ausgespielt werden oder wird, glaube ich, schon ausgespielt, die vor dem Rauchen warnt. Irgendwie mehr, also es sterben mehr Leute durch Rauchen als durch Unfälle und irgendwas zusammen. Das ist jetzt irgendwie so ein neuer Spot, der im englischen Raum, ich weiß nicht mehr, wo genau ausgespielt wird. Radio gehört. Fand ich interessant. Okay. Ich fand es interessant, dass vor den YouTube-Werbungen beispielsweise YouTube selber Werbung macht. Ja? Ja. Nee, da steht einfach nur YouTube da. Das ist richtig. Achso, ja, das habe ich auch mal gesehen. Ja. Man dachte, hä, okay. Ja, läuft. Das sind Werbeplätze, die da sein müssen, wo sie aber keine haben. Hauen sie sich halt selber rein. Ja, genau. Achso, okay. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die bezahlt werden, aber. Ich glaube, ziemlich schlecht. Oder ziemlich schlecht. Aber das merkst du dann halt immer. Ich sag mir immer wieder, wenn das kommt, sage ich so innerlich in mich rein, hier sollte jetzt Werbung kommen. Wir haben aber keine, deswegen kommt unser Logo. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Oh ja, Bretterpaletten sind ganz gut produziert. Ja, bin schon fast auf dem Weg. Bist schon fast auf dem Weg. Jetzt bin ich wirklich auf dem Weg. Kann ich hier rausfahren? Ja, ne? Man macht ja einfach ein Manöver. Muss auch mal ihresgleichen, ne? Der muss auch mal ein bisschen gefordert werden, der immerhin, weißt du? Ja. Entschuldigung, ich muss da mal. Entschuldigung, danke. Entschuldigung, Achtung, geht schon. Danke. Jo, alles klar. Hast du mich gerade erschrocken? Du hupst immer noch. So ignorante Fahrer, die versuche ich immer zum Stillstand zu bewegen. Ja? Schon mal gelungen? Ja. Nee, es war bis jetzt immer schwierig. Aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede. Aber ich bin da auch relativ hartnäckig geblieben. Ja, ich sehe das wohl. So, wo war jetzt das Sägewerk? Ich muss mal gucken. Geradeaus, weiter. Achso, geht nicht. Dann links rum. Jetzt gleich oder auf der Straße? Nee, erstmal über die Bahnschienen drüber. Genau, und dann irgendwo rechts, also bevor es in die BGA reingeht. Bist du da gerade reingefahren? Weil ich sehe hier Spuren am Boden. Ja, den einfach folgen. Oh Mann. Nach rechts rum. Ja, ich habe eine Laterne gefunden. Warte. Und hier ist ein JD, hä? Bist denn du hier? Du bist schon da vorne, oder? Der JD stand gerade ganz komisch. Okay. Hier wird Sägewerk auf alle Fälle angezeigt. Ganz hinten. Oh nee. Oh, was jetzt schon wieder? Guten Tag, die Polizei. Wir haben eine Anzeige erhalten. Ich höre sie nicht. Ich höre sie nicht. Ach, Sie hören mich nicht. Moment. Also, ich kann weiterfahren. Jo, danke, schönen Tag noch. Nee, okay, doch nicht. Wir haben eine Anzeige bekommen von Herrn Nordrhein TV Play. Können Sie sich vorstellen, warum? Weiß ich nicht, aber das macht er öfter mal. Das macht er öfter mal, ja. Aber wohl nicht ohne Grund. Doch. Keine Zeug dafür. Wir haben uns die Aufnahme angeschaut, das Let's Play von ihm, und das ist eindeutig. Sie haben ein ziemlich riskantes Fahrmanöver gemacht. Okay, haben Sie zumindest einen Daumen nach oben da gelassen? Ja, was machen wir jetzt mit Ihnen? Steigen Sie heute aus hier. Gut, ich steige aus. Was kann ich tun für Sie? Würde sagen. Ja? Wie machen wir das jetzt hier? Wir machen eine kleine Challenge, oder? Besser ist. Sie sind freigesprochen, wenn Sie schneller als ich 5 Bäume gefällt haben. Wunderbar, das liegt nach dem Plan. Moment, noch nicht. Ja, wie jetzt?
muss erstmal hier in Position. Ich gehe jenseits. Stopp. Ich warte. Ja, nicht. So. Was passiert, wenn sie nicht freigesprochen sind? Na, dann können wir uns das überlegen. Dann würde ich sagen, eine Woche alt. Müssen wir uns was überlegen. Irgendeine blöde Arbeit, die ausgeführt werden muss. Irgendwie mit dem Kompaktlader. Wow. Eine Waschlage reinstellen, weißt du? Okay, ready? Ready. Also, bis, okay. Bin ich in Position. 3-2-1 und dann los. Ja, okay. 3-2-1. Ach nee, wie viel müssen wir nochmal? 5 Bäume. Ja. 5. Okay. Der erste, der es fertig ist, sagt Stopp. Ja? Okay. 3-2-1, los. Ah, Mist. Ja. Da liegt schon der erste. Nein, es backt. Ja, bei mir auch kurz. Müssen die richtig umgefallen sein oder nur durchgeschnitten? Nein, sein? Durchgeschnitten reicht. Okay. Stopp! Scheiße! Mist! 5 Stück. Ganz gut. Ja, okay, jetzt sind sie freigesprochen. Wunderbar, danke fürs Gespräch. Und wer macht jetzt die Sauerei hier weg mit dem umgefallenen Polizeiauto, das so immer noch hupt und ich würde es verkaufen, was? Vielleicht sollten wir uns mal einen Rettungswagen kaufen. Genau, oder so ein Feuerwehrauto, so ein Kran und sowas. Und dann bauen wir uns irgendwie nochmal so eine Rampe. Nee, das lassen wir das. So, wofür waren denn die Bretterpaletten bestimmt? Ich weiß es gar nicht mehr. Für die Zigarren. Genau. Okay, haben wir doch eben drüber geredet. Da weiß ich, wo das ist. Aber wir haben so viel geredet. Hafen. Ich hab dir das alles schon mal jetzt aufgeladen. Das ist voll nett von dir. Ladungssicherung, hast du gesagt, brauchen wir nicht. Doch, das müsste eigentlich, guck mal, die Spanngurte sind dran, aber die gehen halt nicht drüber. Okay. Oh! Ich muss ja weg. Alter, das ist laut, ey. Schnell weg hier. Oh, nee. Wie viel Blödsinn wir hier in diesem Südhämmern-Projekt schon gemacht haben, ne? Boah. Ja, muss ja auch schon mal auch. Sein. Ja, muss auch mal sein. Ja, stimmt. Aber ist ja sonst eher nicht so in den Multiplayer-Projekten vorgekommen. Machst du mit Lion Gamer 1 nicht solche Sachen? Nee, da machen wir gar nicht. Doch klar, da machen wir auch wieder. Ja, ich wollte gerade sagen. Sonst in denen, wo wir so zusammen, wo wir jetzt in der Konstellation sind. Ach so, ja. Machen. Ja, gut, Gemeinderat. Ich sag nur Stroh auf der Straße verteilen, also. Das stimmt. Ja. Aber das war auf dem Hof, ne? Ach nee, das war auch mal auf der Straße. Da habe ich auf der Straße geteilt. Stimmt. Ich wusste es nicht besser zu jener Zeit. Er war noch jung. Ja. Aber ich weiß noch, wie wir am Anfang der Gemeinderade immer rausgeflogen sind, weil wir zu weit an den Feldrand gefahren sind oder sowas. Ja, stimmt. Oh. Ach, Erinnerung damals. Das war auch ein schönes Projekt, aber ich muss sagen, ich fand Südhämmern bis jetzt schöner. Ist ja auch eine schöne Karte. Jo. Ja. Vor allen Dingen sehr vielseitig, ne? Was wir hier von Experten finden. Gelobt. Ja. Und von Experten gespielt. So. Ja, das stimmt. Und du bist ein JD, wunderbar. Ich? Ja. Ja. Weil ja vor uns mal der PGA stand, ne? Ah, die Erklärung gab es dann ja mit der Cup-Karte. So, abladen Z. Jo, hat funktioniert. Die Zeit ist da, warte mal, ich geh da mal selber hin. Mir fällt gerade wesentlich lustigere Strafe ein. Welche denn? Verstöße. Verhängt werden kann. Es gibt so ein Handrasenmäher. Wir haben richtig. Eine komplette Wiese. Meinst du eine Sense oder was? Nee, so ein Handrasenmäher. So ein richtiger also so Rasenmäher oder was? Ja, genau. Aber ist halt nicht so effektiv, ne? Und ja, ich weiß, wir haben eine Wiese.
Ja, könnte man mal dann jemanden mailen lassen. Ja, wird gut produziert, würde ich sagen. Für zehn Folgen ist man da sicher nie beschäftigt. Sogar länger. Das wäre eine richtig stupide Arbeit. Ja, richtig frustrierend. Richtig dumm auch, wo wir die ganzen Maschinen auf dem Hof haben. Wissen wir, wo die rauskommen, aber? Ja, muss ja hier irgendwo sein, ne? War das flüssig abgeladen? Ich habe keine Ahnung, leider. Ja, blockt ihm, ne? Ja, schon eigentlich. Was denn? Sieht aber so aus, als wäre nicht flüssig abgeladen. Was wird flüssig abgeladen? Die Zigarren. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also, seid ihr gerade am Dings? Ja, obwohl, wir haben ja nicht mit Skargo Pool, das ist ein Trailer da drin. Da würde das dann gehen. Glaubst du? Ja, das macht man so. Oh, da werden halt Paletten aufgefüllt. Aber ich glaube, die haben ja nicht drin. Seid ihr gerade an der Zigarrenfabrik mit irgendeinem Auto? Gerade wieder weggefahren. In der LKW. Aber ich werde jetzt nochmal einen kleinen Anhänger holen, so einen Schüttgutanhänger, und gucken einfach mal, ob das funktioniert. Kann ich mir einmal in ein Auto joinen? Ja, ich bin aber später unterwegs. Kannst da rein. Hat auch einen Beifahrer. Danke. Also. Nee, ernsthaft? Ja, LKW hat einen Beifahrerskript. Ja, ich war doch echt? Ja. Läuft. Kann mir vorstellen, wie der Ansgar über die Brücke läuft. Dreimal stehen bleiben muss, weil er die Schiffe so interessant findet und dann vergessen hat, was er machen möchte. Ich bin schnurstracks, bin ich zur Zigarrenfabrik hier geeilt. Ja. Zigarrenmanufaktur. Okay, ja, man sieht ja tatsächlich auch nichts, ne? Ne, ich komme jetzt gleich nochmal mit einem Schüttgut und ich weiß nicht, also mit einer Plattform bekommst du es nicht weg. Mit einem Fass wahrscheinlich auch nicht. Dieses umgestürzte Polizeiauto mit Sirene da auch noch. Eigentlich müsste das verschrottet werden, ey. Ist gerade irgendjemand im Rübenanhänger? Rüben. Ja, ich habe gerade deine Arbeit weitergemacht. Müssen Sie perfekt weitermachen? Gut. Nö. Ja, ich habe das jetzt ja schon länger gemacht. Oh. Wie oh? Das war jetzt nur eine Begründung, warum ich jetzt nicht. Oh. Sag ich halt jetzt nichts mehr. Töt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 
Gut, in den Nordzucker-Trailer jetzt Zigarrenreize machen. War halt frei, ne? Also. War halt frei, durchaus richtig, aber... Viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Schaff's einfach weg, Kohle ist Kohle. Das ist richtig. Das stimmt. So, wir sind aber auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das heißt, an der Stelle dickes Like für die Solaranlage, würde ich mal sagen. Danke, danke, danke. Autogramme gibt's später. wieso hast du jetzt geklatscht? Einfach mal so. Er freut sich. Achso, du musst auch mal beklatscht werden. Ja, das stimmt. Das, vielen Dank, Randy. Also noch ein Doppel-Like für Randy dann. Und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche für sie Themen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt, wir würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir tschüss. 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 Übermorgen. Übermorgen. Nee, morgen. Nee, morgen trillt.